Hallo Skatfreunde, ich habe heute eine kleine Studie mitgebracht und ein wenig Regelkunde, denn je häufiger ihr mir beim Online-Skat über die Schulter schaut, desto häufiger ergibt sich auch eine Situation, in der ich dann anschließend relativ häufig die gleiche Frage gestellt bekomme. Ausgangssituation: Ich habe einen schönen Ansatz, zum Beispiel in Vorhand, vielleicht auch ohne Gegenreizung, ganz egal, und jetzt könnte ich ja mal richtig Bombe finden. Oder auch mein Ansatz war vorher schon ein wenig stärker. Jedenfalls ganz klar, zweimal Karo wird weggelegt und jetzt in Vorhand spiele ich natürlich ausgesprochen optimistisch diesen Grang, ziehe den Buben, und was kann schon passieren? Wenn die Buben verteilt sind, wird der Grang Schneider schwarz, und wenn die Buben in einer Hand stehen, gehe ich dann eben hier über die Dörfer. Einmal wird gestochen, ich steche zurück, dann gibt es nur einen Stich, also sicher Schneider. Und dann höre ich relativ häufig hinterher die Frage: Daniel, warum hast du denn bei diesem Grang nicht Schneider angesagt? Und das ist so ein kleines, aber feines Regeldetail, was nicht jedem Hobby- und jedem Kneipenspieler bekannt ist. Du darfst beim Skat nur dann Schneider oder Schneider schwarz ansagen, wenn du vorher nicht in den Skat geschaut hast, wenn du also aus der Hand spielst. Und das bedeutet, du bekommst, wenn du diese Karte etwa Schneider schwarz spielst, schon die Punkte dafür. Grang mit einem Spiel 2, Schneider 3, Schwarz 4, 96. Aber du kannst nicht noch Schneider ansagen, beziehungsweise wenn du es tust, dann ist das eine ungültige Ansage. Die führt jetzt auch wiederum nicht dazu, dass du das Spiel verloren hättest, aber sie zählt einfach nicht. Also es gibt nicht mit einem Spiel 2, Schneider 3, angesagt 4, Schwarz 5, 120 Punkte, sondern nur 96. Kleines, aber feines Detail. So, Teil 2 der Studie. Ich tausche hier noch mal eine Karte aus. Dafür haben wir das Ding vielleicht jetzt schon mal so in der Hand, wieder in Vorhand. Sieht ja mal auch nicht schlecht aus. Und dann die Frage in die Runde: Was wollen wir denn am liebsten spielen? Und noch wichtiger: Was ist das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte? Ja, natürlich, in Vorhand können wir auch hier mit Grang spielen, Granghand sogar. Denn wir müssen ja nicht unbedingt einen Buben ausspielen, und dann wäre das Schlimmste, was passieren könnte, natürlich, dass die beiden schwarzen Buben in einer Hand sitzen und wir gar keinen Stich machen. Das meinte ich aber nicht, denn wir müssen ja den Buben nicht spielen. Wir können hier Granghand spielen, und der ist natürlich unverlierbar. Wenn wir hier über die Dörfer gehen, dann müssen die Gegner zuerst stechen, stechen wir wieder zurück, können sie nochmal stechen, stechen wir wieder zurück. Also wir geben höchstens zwei Stiche ab, also alles bestens, oder wie sieht's aus? Ja. Aber es gibt natürlich ja auch einen Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Kommen wir gleich noch mal dazu. Das Schlimmste, was euch hier passieren kann, ist Folgendes: Ihr kommt gar nicht ans Spiel. Und nicht nur das, nicht, dass ihr nicht ans Spiel kommt, sondern der Gegner wird auch noch gewinnen. Also ganz interessant, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so ein richtig schönes Spiel hat. So, dann setzt man sich ja schon mal breit hin. Ja, reiz mal, kommen sie. Idealerweise noch so, kennt ihr den, solange der Daumen steht, ne? Wird gesagt, dann geht die Geste hier auf den Tisch, und das heißt sowas wie antreten, ne? Ich bin so gut bestückt, könnte man sagen. Ich kann hier alles halten, also reiz mal. Ja, und was passiert? Vielleicht, je nachdem, was drin liegt, fängt Mittelhand erstmal an, 18, 20, geht bis 59, ne? Solange der Daumen steht, Gelächter, wir nicken. Kein Problem, macht uns gar keine Angst. Mittelhand passt, und jetzt könnte es losgehen. Hinterhand legt auch noch los. 60, ja, 63, ja, 66, ja. Ja, was will er denn? Unser Daumen steht, ne? Wir sind vielleicht nicht mehr ganz die Jüngsten, aber der Daumen, der steht, der kann noch einiges vertragen, aber dann reizt der Mann immer weiter. 96, ja, und dann sagt er plötzlich 99, und jetzt müssen wir mal ein bisschen rechnen. Ohne 2, Spiel 3, Hand 4, ja, wir können ja nur bis 96. Und Schneider ansagen bräuchten wir nicht, aber auch ein stiller Schneider, den schaffen wir wahrscheinlich nicht. Und jetzt der Daumen muss wieder knicken und eingesteckt werden. Das ist aber traurig. Und es gibt jetzt Leute, die habe ich jetzt schon nach einem Schiedsrichter rufen hören, ne? Ja, was will er denn hier? Hat der eine Revolution und weiß nicht, dass sie nur bis 92 geht?
Also Revolution ist natürlich auch nur eine Kneipenregel, ein Dichter Nullo Verhand, die gibt es beim offiziellen Skat gar nicht, also er will wohl keine Revolution. Was will denn Hinterhand jetzt eigentlich spielen? Tja, leider muss man sagen, es gibt eine plausible Begründung und da haben wir einfach Pech gehabt, wir kommen nicht ran. Stillen Schneider, der wird uns auch nicht gelingen, denn Hinterhand wird genau folgende Karte haben. Er hat 7er Pik, er hat die beiden schwarzen Buben und er hat ein Seitenass und das ist ein Farb-Ouvert-Spiel. Eines der Spiele, die auch bei Hobbyspielern gar nicht so bekannt sind. Es gibt nicht nur den Grand Ouvert, das ist ein Granghand Schneider schwarz angesagt, sondern es gibt auch ein Farb-Ouvert, in dem Fall Pik, mit 2 Spiel 3, Hand 4, Schneider 5, angesagt 6, Schwarz 7, angesagt 8, offen 9, 9 mal 11 sind 99. Ja, da spielt die Musik. Das wird uns passieren. Und der Spieler könnte dieses Spiel natürlich nur dann verlieren, wenn ihm direkt das Karo Ass im Aufschlagstich abgestochen wird. Da braucht er aber auch nichts zu befürchten. Wenn wir hier in Vorhand 96 gereizt haben, ist ja klar, dass hier die beiden Buben stehen. Also er wird dieses Spiel auch locker gewinnen. Und genauso übrigens wie beim Grand Ouvert gilt beim Farb Ouvert auch, diese Spiele können nur dann offen gespielt werden, wenn eben Hand Schneider schwarz angesagt gespielt wird. Und das ist natürlich gerade das, was diese Spiele so schön, so teuer, so interessant macht. Und deswegen komme ich hier auch auf die Studie, weil ich bei meinen Sensguard-Listen so ein bisschen den Eindruck habe, der ein oder andere von euch ist so ein bisschen Grand Ouvert fixiert. Ja, kriege ich häufig mal die Kommentare. Dieses Mal wird es sicher was mit dem Grand Ouvert. Dann kommen natürlich auch die Fragen, wie viele hattest du schon? Also ich habe in meiner Skat-Karriere ja irgendwo so zwischen 10 und 15 Grand Ouverts, denke ich, gespielt. Kann man auch sagen, ja Mensch, ich denke, die sind so selten, sind ja relativ viele. Gut, ich spiele natürlich auch schon seit 25 Jahren und ziemlich intensiv. Und was man auch noch dazu sagen muss, ich habe bei Weitem nicht alle Grand Ouverts gewonnen. Ich denke, 3 oder 4 habe ich auf jeden Fall auch verloren. Das heißt, die waren dann nicht ganz lupenrein. Da wurde mir vielleicht mal in Hinterhand direkt was abgestochen, wenn ich in Mittelhand saß. Das kann also schon mal vorkommen. Deswegen, ich bedanke mich immer und freue mich immer, wenn ihr mir so ein Grand Ouvert mal wieder wünscht. Habt jetzt auch wirklich lange keinen gehabt. Aber was ich tatsächlich überhaupt noch nicht hatte in meiner ganzen Skat-Karriere, ist ein Farb-Ouvert-Spiel. Natürlich hätte ich wohl das ein oder andere spielen können, aber wenn es gleichzeitig ein dichter Grand Ouvert ist, dann wird der natürlich bevorzugt, weil er doch mehr Punkte bringt. Farb-Ouvert muss ja quasi so eine Karte sein, 9 Trumpf oder vielleicht mal 8 Trumpf mit 2, dann ist natürlich auch schon ein bisschen das Risiko, dass 3 Trümpfe in einer Hand sitzen und das Ganze eben nicht in Vorhand, denn in Vorhand wäre es ja auch ein Grand Ouvert. Ja, zählt also in dem Fall, wie wir gerechnet haben, 99 Punkte, kann entsprechend auch so hoch gereizt werden. Und das vielleicht einfach abschließend, weil es ja nichts gibt im Prinzip, was es beim Skat nicht gibt. Ohne 11 haben wir schon gesehen, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Gibt es Blätter, kannst du spielen. Und mit 11 kann dir natürlich auch passieren. Denn wenn du das Ding jetzt bekommst, in Mittelhand oder in Hinterhand, und spielst den Pik Ouvert und hast vielleicht gar keine Gegenreizung, dann könnte ja, wenn jetzt wirklich alles richtig geilomat läuft, dann könnten ja auch noch mal 2 rote Buben im Skat liegen, und dann hast du ein Pik Ouvert mit 11. Ja, und der ist auch ganz schön teuer, ne? Mit 11 spielt 12, Hand 13, Schneider 14, angesagt offen, angesagt 15, Schwarz 16, angesagt 17, offen 18. 18 mal 11, oder wenn es ein Kreuz ist, 18 mal 12, das sind auch satte 216 Punkte. Nicht ganz so viel wie beim Grand Ouvert. Grand Ouvert mit 4 ist natürlich immer noch das A und O. Der zählte früher im Grundwert 36 und dann 10 mal 36, 360, aber seit Ende der 90er Jahre, da gab es eine Regeländerung, ist das ein bisschen logischer. Da zählt der dann 11 mal 24, das heißt die Stufe offen zählt einmal mit, aber der Grundwert bleibt bei 24. Auch da übrigens habe ich schon demnächst irgendwo wieder gelesen, wir spielen das hier bei uns immer noch mit 36, weil das so viel wert ist. Okay, kann ja jeder nun so machen, wie er möchte. Man kann auch grundsätzlich 1000 Punkte anschreiben, wenn ein Grand Ouvert gespielt wird. Regelkonform ist es, und ich denke, es ist auch ein bisschen logischer, dass der Grand Ouvert mit 4 264 zählt,
Den habe ich also schon gehabt, aber das Farb-UVR. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann drückt doch mal alle beim nächsten SenseGuard die Daumen auf ein Farb-UVR. Und ja, wenn da noch die beiden roten Buben drin liegen, kleine Zwischenfrage, wie hoch ist denn eigentlich die Chance? Wie hoch wäre die Chance, dass bei so einem Blatt jetzt die beiden roten Buben im Skat liegen? Ja. 1 zu 231 ist die Chance. 22 mal in der ersten Karte und dann noch 21 für die zweite, multipliziert, dann geteilt durch 2, denn ob die so rum oder so rum drin liegen, das ist egal, kommt man auf 231. Ja, und in 25 Jahren Skat habe ich nicht so ein Blatt in Mittel- oder in Hinterhand gesehen. Und wenn ich es dann mal sehe, dann soll noch dann, bitte dann auch noch mal 1 zu 231 noch die Buben drin liegen. Das wäre natürlich richtig Wölkchen. Darauf könnt ihr jetzt mal alle zusammen beim Universum eine Bestellung abgeben. Ja, und dann abschließend nächster SenseGuard-Termin morgen, 21.30 Uhr. Ich glaube, ich habe es jetzt rausgebaldowert. Samstag passt den vielen von euch nicht so gut. Sonntag passt besser. 21 Uhr ist vielleicht wieder ein Tick zu früh. Läuft der Tatort noch? Ich bin vielleicht auch noch ein bisschen müde, weil ich den Lütten gerade hingebracht habe. 21.30 Uhr scheint perfekt. Das machen wir jetzt mal fest. Morgen ist es also wieder soweit. Freue mich, wenn ihr dann auch dabei seid und die entsprechenden Wünsche abgegeben habt. Und damit sage ich Tschüss für heute und wie immer, gut bleibt.